nervt. Deshalb war das ein bisschen ein Griff ins Klo. Ich fahr grad echt so beschissen. Es war halt ein bisschen ein Griff ins Klo. Haben wir den Wagen. Ach so. Jetzt habe ich wieder mein altes. Der Grund, wieso ich es auswechseln wollte, war einfach, das Mikrofon war zu leise, das was ich jetzt habe. Jetzt ist knallen. Bam! Das war der eine. Da hinten ist noch einer. Ja, es war halt zu leise. Oder es ist... Es war zu leise. Jetzt habe ich es lauter gemacht. Fragt mich nicht wie. Es war einfach lauter auf einmal. War es halt lauter. Weil eben, ich wollte ja F1 2013 mit dem lieben Martin Let's Play. Und da war ich halt fast nicht zu hören. Auch nicht. Sag mal, da kommt noch einer. Da vorne links. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall lauter. Das Mikrofon, ich werde nichts dran umstellen, weil es ist jetzt laut genug für ziemlich alles eigentlich. Und ja, weil der Nachteil bei F1 2013 ist, man kann die Lautstärke bis maximal 50% runterdrehen. Und das war halt immer noch zu laut. Ich hoffe, ist einer dabei für die Band Undercover Mission. Nope. Der ist geradeaus weiter, ja. Ja. Moinsen! Und da fliegt er. Du bleibst schön hier. Alter! Seit wann kann die KI rückwärts fahren? Moin! Ja, eben. Dacht schon. Die können das nicht. Genau, jetzt ist es lauter. Und das ist das Einzige, was zählt. Hä? Wieso klebe ich in der Stange? Also in so einem Pfosten drin. Ich hab ihn ja da hinten festgenommen. Naja, wurscht. Das ist auch ein richtig geiles Auto. So ein Challenger. Verschnitt. Jetzt guck mal. Woppa. Oh, oh. Nein. Guck nicht. So, das probiere ich hier mal. Nee, driften geht nicht. Oh, oh. Au. So. Noch eine Runde mit dem Razer 4.0. Das ist ein richtig geile Karre. Lautsprecher aus. Legende. Herauszoomen. Ich bin schon maximal herausgezoomt. Alles klar. Die Map hier ist irgendwie viel größer. Ich hoffe, der Kollege da unten biegt ab. Das wäre das Einfachste. Also, moin. Hier umdrehen. Ja, der Wagen lässt sich hier richtig episch fahren. Ich hab's euch gesagt. Auch wenn der Motorsound nicht jedermanns Sache ist, aber... Yes, ist abgebogen. Er fährt sich geil. Ist halt ein Allrad-Sportwagen. Ups, ich dachte, du wärst auf der anderen Fahrbahn. Sorry, Bro.
hat halt durch den Allrad super Traktion, super Kurvenlage. Und ja, kann man sich nicht beschweren. Wo ist der nächste? Hallo? Da oben. Ich hoffe, er biegt ab. Dann können wir hier den Highway nehmen. Und trotz Allrad kann man den halt trotzdem noch ein bisschen rumzirkeln. Ich habe jetzt hier auf der Auffahrt wirklich Vollgas gegeben und er ist wirklich schön die Kurven entlang gefahren. Nur am Ende habe ich kurzes Gas gelupft. Lichteffekte FTW. Oh, 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 oh. Ja. Fast eine Barrel Roll hingelegt. Ach, das war der Typ. Okay. Wo ist der nächste? Den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Hä? Where is the... Ach, da. Ja, super. Wieder zurück. Ne, da vorne. Und dann die nächste links. Und dann müssen wir dann irgendwann auf ihn stoßen, denke ich. Was ich auch noch sagen muss für GTA 5, das, ich habe es ja auf der PS3 bei meinem Kumpel gezockt. Und was man halt gemerkt hat, das Spiel bringt die PlayStation wirklich an ihre Grenzen. Also es hatte zum Teil wirklich... Er ist abgebogen, links. Zum Teil wirklich geleckt. Also wo die FPS-Rate halt auf die 24, 23 Frames runtergekracht ist. So, ich würde sagen, wir warten hier. So richtig Polizei-like versteckt. Nein. Du bist auch nicht. Oh Mann. Dienstplan, Streife fahren, Autobahn, Racer 4.0. Genau, also ich freue mich. Ben, es gibt eine Spur. Der Sprengstoff, der für das Attentat auf den. Fu! Will ich nicht. Moin Jungs, habt ihr Lust, eine Runde zu spielen? Nein! Ich hab das Mikro aus. Das Funkgerät. Ich will nicht. Ich müsste gucken, wo die Typen sind, ne? Ja, genau aus dem Grund, weil ich hier Bock missbaue. Umdrehen! Geisterfahrer, FTW! Er lässt sich richtig geil um die Kurven jagen. Außer steht ein Golf da. Er ist gleich da. Ich hoffe, er biegt ab. Nee, tut er natürlich nicht. Brems, brems, brems! Ich hoffe, das ist einer von der... Ja! Oh, sorry! Das ist ein... Was ist das? Chevrolet Camaro Verschnitt. Ah, nee. Nee, 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 nee. Pontiac Firebird, glaube ich. Inks und Pontiac Ding. Jetzt komm her, Mann. Ich erwisch ihn nicht. Ist klar, ne? Da, Krankenwagen. Ja, ist klar, ne? Jetzt komm her! Oh, daneben. Bam, Ska! Das hat geknallt. Der war nicht schlecht. Voll in die Mangel genommen. Nun muss ich langfahren. Da. Das könnte jetzt eine Weile dauern. 3,1 Kilometer.
Aber es ist wie der andere vorhin, der kommt nicht mit dem Hintern. Ein schönes amerikanisches Muscle Car. Ja, die KI müsste echt ab und zu mal in den Rückspiegel schauen, um zu sehen, dass da ein amerikanisches Muscle Car von hinten auf sie zuballert, dass sie vielleicht gerade nicht die Spur wechseln sollten. YOLO! Brems, 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 brems. Aber die Bremsen von dem Ding sind gut. So, wie viele fehlen uns noch? 4 Stück, ich würde sagen, einen machen wir noch. Damit uns die Tante nicht wieder voll labert, spawnen wir einfach mal hier. Wo ist denn hier? Da unten ist einer. In der Nähe? Vielleicht? Da. Und da. Ja, vom Flughafen weg und hier runterballern. Das ist ein Baum. Hast du gut erkannt, Manuel. So. Einfach geradeaus ballern. Dann sollten wir... Ja, da kommen alle hin. Jungs, macht Platz, jetzt komm ich. Fail. Ja, auch? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich hätte ich links gemusst. Rechts. Stopp! Habe ich ein bisschen zu ungenau gesehen. Da kommt doch schon einer. Das ist, glaube ich. Ja, genau. Moin! Ja, er schiebt mich einfach mal aus dem Weg. Läuft. Aber ist klar, ich fahre halt so eine kleine gelbe Flunder und der so ein riesen Pickup-Ding. Immer schön stehen geblieben, Minion. So. Für ein Pickup schaut er nicht schlecht aus, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit den Rallye-Streifen. Aber er fährt sich wie ein LKW. Ich habe jetzt voll eingelenkt, ne? Du Dummbatz! Daneben! Ja, das war... Der wollte mich eigentlich festnehmen. Kläglich gescheitert, würde ich sagen. You failed. So. Gut, dann haben wir für das nächste Mal noch 3 Fahrzeuge, die wir... schaffen müssen. Dann können wir die Bonusmission kriegen. Und ja, dann haben wir das nächste Mal auch noch Tag 4 vor uns.
Aber das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein von Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Oder ein Abo oder ein Kommentar, auf was ihr gerade Lust habt. Schreibt es mir auch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwas zu sagen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder auch Autowünsche. Ihr könnt mir sagen, hey, fahr mal das Auto. Schreibt es mir in die Kommentare. Genau. Ja, das wär's von diesem Mal von mir. Ich bin hier wieder raus und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Swisszocker. Tschö.